Hey Leute und willkommen zur nächsten Runde von ReedCraft Incorporation. Wir machen weiter mit unserem letzten, nicht mit unserer letzten, mit unserer letzten Folge. Da haben wir ja fast unsere Hauptquest abgeschlossen. Also, naja, fast. Ein bisschen fehlt noch. Wir sammeln aber weiter Super Lemon Haze in Flint und schmuggeln es dann quasi nach Boulder. Die finanzielle Situation hat sich auch wieder leicht verbessert. Ist noch nicht perfekt, aber immerhin. Habe ich das Gefühl, wenn ich das nicht selbst anbaue, dann wird das mit der Qualität hier nichts. Gucken mal, es ist gleich fertig. 594. Es ist nur ungewöhnlich, verstehe ich nicht. Okay, wir müssen uns hier wirklich selbst drum kümmern. Ich muss jetzt hier mal kurz in dem Screen hier bleiben. Es hilft alles nichts. Wir sind bei 15 von 15. Und das ist Blue Dream. Ja. Also wir sind locker über der seltenen Qualität. Vielleicht sind, wie gesagt, die Arbeiter hier nicht so auf dem Dampfer. Apropos Arbeiter. Ich muss mal ganz kurz wieder so eine Rederunde machen. Geht schnell. Nachtschichten. Okay. So, der ist schicki mit uns. Der hier ist schon wieder auf neutral gesackt, ey. Der geht ganz schön schnell runter, der Typ. Cannabis. Arbeit. Waren dann die früheren Jobs und nochmal reden. Können wir kurz ein bisschen schneller machen. Die Qualität ist hier einigerweise, die muss doch selten sein hier. Kann mir ja keiner erzählen hier. Oh, diese geht mir aber echt ein bisschen auf den Sack, ey. Es dauert dann aber noch ganz schön lange, bis das hier fertig ist. Vielleicht sollte ich auch einmal alles umswitchen. Zumindest die hier vielleicht nochmal. Konkurrenz zieht ab. Nice. Neue Bestellung, okay. In Flint sogar. Unten ist einer. Guck mal, was der haben will. Oh, Maui Waui. In ungewöhnlicher Qualität. Nee. So, wir haben Super Lemon Haze gleich.
heißt, wir werden es jetzt mal rüberschmuggeln. Flint. Ja, wir brauchen auf jeden Fall, obwohl 3 Ladungen würde auch reichen. Wir nehmen ihn. Hey. Und Super Lemon Haze. Risiko ist recht hoch. Ich gehe mal auf Nummer sicher und mach's mal so. Oh oh. Unterwegs ein paar ziemlich frustrierende Typen. Ich glaube, die gehörten zu einem Drogenkartell. Mit denen wollte ich mich besser nicht anlegen. Also habe ich ihnen meine ganze Kohle gegeben. Upsi. Okay, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Aber wir haben es jetzt drüben und es blinkt auch schon, dass wir es machen können. Das heißt, wir gehen mal rüber und geben ihr das Super Lemon Haze. Fantastisch, vielen Dank. 27.000. Schon. So, jetzt sind wir hier bei 891. Okay, wir gehen wieder nach Flint. Vom geldtechnischen, ja. Wäre jetzt diese Riesenbestellung nicht gekommen, weiß ich echt nicht, ob wir Plus gemacht hätten. Wir können jetzt aber hier wieder Super Lemon Haze anbieten. Von Grand Daddy haben wir auch wieder ein bisschen was. Oder haben die wieder ihr richtiges Zeug, was sie immer gut fanden. Dann machen wir das jetzt hier. Müsste immer versuchen, erst zu gießen und dann zu schneiden. Dann kommt nämlich das Wasser, wenn ihr es hier gut macht, gleich wieder. Hier so wie hier. Es ist fast wieder voll und ich kann es gleich wieder gießen. Und wenn das Grüne vor dem Blauen fertig ist, dann ist eure Qualität halt nicht on top. Und so kann es hier passiert sein, dass wir nicht die volle Kapazität hatten, weil die Trottel hier natürlich nicht so gut das perfekt schneiden und hier und da machen wie ihr. Also hier sind wir auf jeden Fall drüber, hier auch. Und hier müssen wir jetzt noch einmal gießen. Och, ey. Ich geb dir eine Knarre. Ich geb dir wirklich gleich eine Knarre, Junge. Naja, alles ist gut. So, 891. 990, perfekt. Also ich denke mal, noch eine Fuhre müssen wir machen. Dann sollte es eigentlich klappen. Ba, ba, ba. 1100, ja, das könnte knapp werden. Wir haben echt manchmal so ihre Zeiten, wo die auch hier sind, die Typen. Und dann ist irgendwie immer gar keiner da. Okay.
So, das kriegen wir aber hin. Wir haben die Aufgabe gleich geschafft. Mittelmäßig. So, die sind auf jeden Fall voll. Das ist supi. Hier geht's auch nicht höher. Mal Konkurrenz, ist mir egal. Ah, toll, mittelmäßig. Okay. Blue Dream. Die hat Erfahrung gewonnen. Wenn man jetzt wirklich ein richtig krasser Spieler ist, dann würde man jetzt auch gucken, dass die immer dann nur verkauft oder anbaut. Ja, es ist am Anfang immer schwierig auszumachen. Ich glaube, der Anbau ist immer noch mit am wichtigsten. Je schneller wir, je mehr Zeug von besserer Qualität haben, umso besser. Ich bin kurz davor, die zu kicken. Die geht mir so auf den Sack. So. 1200. Oh, es könnte echt knapp werden. Wenn ich Pech habe, muss ich genau noch eine Fuhre machen. Oh. Sieht leider so aus. Okay. So, ist jetzt kurz wie gesagt ein bisschen langweilig, aber es geht gleich weiter. Wir haben es fast geschafft. Es fehlt wirklich nicht mehr viel. So, ach, es haben echt nur noch 15 gefehlt. Fuck my life. Ja. So, was macht denn unsere Kohle? 39.000. Also wir schleifen hier echt knapp an der Grenze rum. Ich muss dann danach wirklich mal gucken, dass wir hier mal unser... die bestehenden Sachen, die wir haben, mal verbessern. Dass wir da mehr Zeug rauskriegen. Und halt wirklich einfach mal gucken, was wollen denn die Leute eigentlich? Brauche ich überhaupt so eine große Qualität, so eine gute? Oder reicht denen eigentlich auch was Ungewöhnliches? Eine ungewöhnliche Qualität. Und ich mache einfach mehr von dem Zeug. Und verkaufe dann einfach halt mehr. Oh, perfekt, wir haben es geschafft. Clyde und Uwe, ihr habt es weit gebracht. Daran, was Zeit daran zu denken, wie ihr euer Glück teilen könnt. 5000 nur bekommen, schade. Aber ein Standlüfter. Kostet aber ganz schön viel. Gedüngte Erde. Die ist doch gar nicht so schlecht. Super Skunk. Oh lol. Skunk. Stinkt wohl, das Ding. Ist zum Chillen. Krämpfe lösend. Okay, mal sehen, was er jetzt will. Wir haben genug Gras für eine Apotheke, aber um eine eröffnen zu können, brauchen wir eine Lizenz der Stadt. Klingt absurd. Klingt schwierig. Wenn es leicht wäre, würde es ja jeder machen. Außerdem braucht der Staat... Was? Startproben. Irgendwie sieht der freie Markt ziemlich teuer aus. Wenn wir die Lizenz haben, müssen wir ein paar Kilo unserer neuen Sorte absetzen, damit wir einschätzen können, ob sich das Geschäft rentiert. Okay.
Neue Boni zum Kauf. Kostet 8000, aber wenn wir mehr Leute zum Verkauf haben, dann ist das doch richtig gut, würde ich sagen. Okay, bevor wir jetzt hier weitermachen, kaufe dir eins deiner Geschäfte eine medizinische Lizenz. Okay. So, hier müssen wir aufpassen. Es gibt eine Freizeitaktivität. Also für medizinische Zwecke kann man es nutzen oder für die Freizeit. Und bei Boulder ist es für die Freizeit. Bei Flint ist es eher medizinischer Natur. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz gucken. Ich glaube nämlich dieses Blue Dream. Ja, da haben wir hier mehrere Leute, die das kaufen würden. Wenn wir statt der Dealer-Ecke... Okay, einmal dürft ihr noch kaufen. So, dann weg. Wir machen die Dealer-Ecke weg. Und stattdessen... kaufen wir uns hier eine Lizenz. Jetzt ist der Anbau hier komplett legal. Das heißt, wir brauchen auch die Teestube nicht mehr. Und wir machen jetzt hier quasi eine Apotheke hin. Die Apotheke ist ein echtes Geschäft mit Schaufenster und Registerkassen und du kannst dort wirklich echtes Gras an echte Kunden verkaufen. Dass du das noch erleben darfst, okay. So, wir haben es jetzt hier mit drin und jetzt machen wir hier unser Blue Dream hier mit rein. Und der Typ, der gibt sogar 14 aus. Das heißt, für 14 Dollar verkaufen wir jetzt hier dieses epische Blue Dream, was wir haben. Ey, diese Frau, Junge. Und jetzt sehen wir hier, er kauft für 2390. Aber ich glaube, der Warenwert war viel höher, weil wir müssen dann jetzt auch Steuern dafür zahlen. Müssen wir mal gucken, wenn er beim nächsten Mal rüber hovert. Ja, da seht ihr das. Er kauft 288 Gramm, was eigentlich 4000 Dollar wert wäre. Aber durch diese 17% Steuern zahlen er bloß 3346, oder kriegen wir bloß 3346. Ist natürlich immer noch eine Stange Geld, ne? Also versteht mich nicht falsch. Die Frage ist, ob sich das auf Dauer rentiert. In der Theorie könnten wir hier auch noch das Geschäft mit dem Blue Dream machen. Okay, die haben eine Preisgrenze von... Verkaufen wir es, also wir verkaufen es hier zwar für 14, haben aber halt noch die 17% Abzug. Also ich glaube, für hier haben wir uns verbessert, weil vorher haben wir hier für 8 Dollar oder so verkauft. Aber ich glaube, der hier ist immer noch aktueller. Verkaufe 2000 Gramm Blue Dream an Patienten. Ja, das machen wir gerade. Okay, das läuft automatisch weiter. Die Frage, die ich mich jetzt nur stelle... wir können noch mal kurz hier in den Anbauraum, weil was wir hier ja jetzt nicht mehr brauchen, ist das Ding hier. Weil uns interessiert ja jetzt die Polizei nicht mehr. Die Frage ist, wir sind jetzt schon bei 22 Grad. Wäre eigentlich das Optimum.
So, sie ist voll, der ist voll, der ist voll. Dem Anbau klappt es noch nicht. Okay, aber sie verkauft jetzt da auch. Das Gute ist jetzt halt, wir können echt noch ein... Wir könnten Forschung nochmal machen oder... Neue Kunden brauchen wir nicht. Noch eine Apotheke macht nichts. Dann würde ich echt sagen, wir machen noch einen Raum. Und... Dann machen wir doch hier noch eine Reihe hin. Machen hier aber nochmal einen Lüfter. 12.000 kostet das. Oh. Reicht ja ein kleiner Lüfter. Dann könnte man hier theoretisch noch was hinmachen. Und hier gehen wir jetzt auf 21 runter. Das verbessert die Dinger hier sogar noch. Ja, nice, nice. Die Frage ist, was bauen wir hier an? Was ich mal sehen würde, ist, wo wir am meisten... Ich glaube hier Granddaddy. Der verkauft für 15. Sind wir wieder ganz oben. Dann würde ich doch sagen, dann machen wir hier noch Granddaddy mit hin. Das ist cool, wir bauen es legal an, verkaufen es aber illegal. die Einstellung Granddaddy. Wobei wir hier auch gucken können, ob wir nicht die normale... Ah, wir müssen dann verbessern. Das ist auch so eine Sache. Bevor wir jetzt hier die gedüngte Erde nehmen können, müssen wir quasi unser Raum, unser Zubehör verbessern. Und das kostet natürlich wieder Geld. 12.000. Aber die Qualität würde sich erhöhen, was jetzt nicht unbedingt... vom Vorteil unbedingt sein müsste, aber die Zeit verringert sich. Aber es ist mir 12.000 wert. Ja, wir müssen es mal gemacht haben. Jetzt haben wir auch, der Raum hat sich auch komplett verbessert. Okay, nice, nice. Das gleiche machen wir dann hier mit den Dingern auch. Die Qualität verbessert sich halt. Und die Anbauzeit wird ein bisschen geringer. Also 0,2 Monate ist jetzt nicht die Welt, aber besser als nichts, wenn wir hier schon 15.000 zahlen. Was haben wir hier? Super Lemon Haze. Cool, cool. Qualität verbessert, ist natürlich auch ein guter Nebeneffekt. Vielleicht kriegen wir es dadurch noch mal ein bisschen besser los. Oder können es vielleicht für ein bisschen mehr verkaufen. Okay, soweit. Also den haben wir auf jeden Fall schon mal hier gut verbessert, den Laden. Der Vorteil halt von diesen legalen Geschäften ist halt, man muss halt sich um die Cops keine Sorgen mehr machen und spart dadurch ziemlich viel Geschäfte, wie zum Beispiel diese Teestube oder irgendwas. Oder diese Anbauten, wo man halt hier diesen Lüfter und so bauen müsste. Das ist eigentlich alles recht gut gelöst. Nur halt diese 17% Steuern. Da kann es aber auch nachher noch sein, dass wir hier irgendeinen Punkt haben, wo wir Sachen für alle mit sich in Gruppen wird die Preisgrenze um 2 erhöht. Hier ist sowas zum Beispiel.
Und nochmal um 2 erhöht. Da macht man natürlich dann mehr Kohle. Nachtclub. Dealerplatzpreise werden um 50% gesenkt. Oh, hier, für Arbeitslose, Süchtige und Obdachlose wird die Preisgrenze um 1 erhöht. Das nehmen wir doch mal. Hört sich erstmal wenig an, aber läppert sich natürlich pro Gramm, ne? Habe leider wieder das Gefühl, wir machen miese. Oh ja, na gut, wir haben gerade das Dings da gekauft. Ah, der Typ, ey, es geht aber runter. Okay, was wir jetzt hier wieder leider machen müssen, ist das Blue Dream hier pushen. Dass wir das jetzt hier schneller verkaufen können. Ja, wir haben schon über die Hälfte. Ich will jetzt hier nicht. Oh, hier. Die kostet nur 6.000, die Aufwertung. Ich glaube, das mache ich gleich mal. Oh, warum, Randall? Verdammt. Müssen wir leider wieder jemand Neues einstellen. Obwohl, hier ist ja jemand angestellt. Okay, shit, das war dann in Boulder. Na, ich habe schon lange nicht mehr mit den Typen alle geredet. Das war my bad. Das heißt, wir müssen hier wieder jemand Neues einstellen. Damn. Nehmen wir mal sie hier. Sie ist auch idealistisch. Sehr merkwürdig. Nee, das wird dann nix. Der sieht ziemlich shady aus. Der will ziemlich viel Kohle haben. Wir reden mal mit dem hier kurz. Das ist pragmatisch. Okay. Oh, okay. Na nee, gut. Der geht denn übelst auf den Sack. Übelst guter Verkäufer hier, der Typ. Gucken, was er hier. Oh Gott, der sieht aber leider nicht gut aus. Er ist kriminell. Also der würde auf jeden Fall hier nicht rummeckern, wenn er hier irgendwas verkaufen muss oder irgendwie, aber. Damn. Da müssen wir doch mal gucken, dass wir da noch mal was ändern. Diese Space Queen, ne? Die wollten wir eigentlich hier oben hin machen. Verzweifelt. Mal kurz mit der nochmal reden, nicht, dass die hier auch noch abhaut. Geht barfuß, wann immer es möglich ist, okay. Okay. Mal nach Flint. Wir haben extrem viel Reggie. Bauen wir das immer noch an? Ja, hier und hier auch. Ich glaube, das ändern wir mal.
Wir wollen. Ja, Super Lemon. Und hier bauen wir auch Reggie an. Achso, das war das Reggie, ne? Obwohl, eins ist ja jetzt nicht so schlimm. Aber dann müssen wir es halt irgendwo auch mal am Mann bringen, ne? Das sollte doch klappen. So, der will das hier wieder. Reggie. Der kann das ja jetzt für 9 haben, aber dann ist der vor uns. Aber der ist fast weg. Das ist okay. Ja, wir machen Plus, wir machen Plus. Oh, hier haben wir 9 Bestellungen. Ach du Jemine. Der braucht 1200 Gramm einer beliebigen Sorte. Und die muss aber. Wo ist denn ruhiger Schlaf? Entspannter Körper, da heißt aber nicht ruhiger Schlaf, ne? Ruhigen Schlaf. Aber wir haben das Abdriften nicht. Ne. Okay. So, 1386. Wir haben es gleich geschafft. Konkurrenz ist weg. Nice. Dann gehen wir hier nochmal hin. Wir machen das mal. Verbessert sich der Raum nochmal kurz. Nice. So, hier auch gedüngte Erde. Und einmal noch, dann haben wir's. Perfekt. Sehr nice. So, Blue Dream haben wir auch wieder verkauft. Das heißt, oh ja, wieder 15. Fehlen wieder 15 Gramm. Damn. Aber wir sind gut dabei. Hier schön Dings machen. So, Forschung ist auch top notch.
Okay. So, die Quest machen wir auf jeden Fall noch schnell fertig und dann machen wir hier einen Cut wieder rein. Bin mich echt mal gespannt, was noch kommt. Also wir haben hier noch ein paar Sachen. Marketing gibt's noch. Das sind die örtlichen Behörden. Vielleicht kann man da auch noch mal hier und da was machen. Ich weiß auch nicht, was ich, wenn ich mit der mal unterhalte. Geht nicht. Okay, fast geschafft. Fast geschafft. Ja, wir sind ein bisschen in die Miese, weil wir halt den Raum verbessert haben, aber... Hier hat irgendjemand was kaputt gemacht, verdammt. Das sind ja Assis. Was hat man hier angebaut? Superlemon Haze. Mal so. So, Reggie lässt ganz schön nach jetzt. Ich glaube, ich muss aber mal noch einen Perk freischalten, damit wir mal mehr Networking. Du kannst pro Stadt eine Person mehr einstellen, das brauchen wir noch nicht. Und da muss ich mal ganz kurz nach Boulder gehen, weil hier ist die ganze Zeit, hier sind zu wenig Leute. Ich glaube, hier ist nämlich keiner, der verkauft. einstellen. Der sieht doch ganz annehmbar aus. Mal kurz vorstellen. Ist pragmatisch, das ist doch mal ganz gut. Technik. Anfälle. Da bestimmt nicht drüber reden. Bildung. Hat Jura studiert. Okay, Familie. Will noch nicht reden. Wirtschaft. Jurastudium. Technik. Okay. Dann sprechen wir mal über die Arbeit. Ich will, dass du mich für mehr arbeitest. Okay. Zurück. Zurück. Ich geb dir echt bald mal eine Knarre, ey. Was willst du mal machen? So, verkaufen. So, hier haben wir jetzt wieder alles voll. Was wollte denn der hier haben? Oh Gott, was ist das denn? Gewicht. Schade, dass man dann hier nicht danach suchen kann. Es kann aber auch sein, dass wir die Sachen erstmal züchten müssen. Man kann auch die Sachen anders anbauen. Also ich guck mal, erdig.
Das hier. Ne. Da haben wir noch gar keine. Okay, das geht nicht. Denn so, ich hoffe mal, dass die das jetzt hier besser verkaufen. Und dann gehen wir jetzt hier nach Flint zurück. Machen die mal ein bisschen runter hier. Und wir sind fast fertig. Wir müssen nur noch eine Fuhre hier fertig bauen. So wie die. Okay. Jetzt müssen sie nur noch eine Fuhre kaufen. Dann haben wir's. Bauen wir jetzt noch Reggie an? Ja, so ein bisschen. Das ist okay. Na, endlich. Und zack. 2000. So, was ist denn hier? Ups, ich bin doch zu früh gefreut. 2000 ist ein bisschen mehr als 1500. Damn. Ja, ich glaube, dann werde ich mal weiter anbauen hier. Okay. Pa, pa, pa. Na, ich denke, ich werde noch zwei Ernten brauchen. Das sind so ungefähr 300 Gramm. Ja, Space Queen wollte ich ja anbauen, aber haben wir hier nicht genug Kohle gehabt. Ich zahle jetzt, glaube ich, immer noch für dieses verdammte Haus da, die Miete. Schneller machen. So, die sind fast fertig. Siebenhundert, okay. Okay, fast geschafft. Oh, nice.
dürfte ich mal ihre Lizenz sehen. Neue Märkte sind immer schwierig, aber wer viel riskiert, kann auch viel gewinnen oder viel verlieren. Also 4000 nur bekommen. Die GoPro Kompaktleuchtstofflampe. Wie GoPro, lol. Kostet 5000 Euro, aber 115 Gramm würden wir da rauskriegen. Das ist natürlich heftig. Hydrokulturen, Spezialanfertigung. White Widow. Oh, hier haben wir nochmal eine erdige. Gegen Müdigkeit kreativ, okay. Oh Mann, das ist nicht gut. Ich habe gehört, dass die alte Fernandes ihre Muskeln spielen lassen will. Sieht aus, als würden sie wie Commissioner Francis versuchen, über die Stadtgrenzen hinweg Bekanntheit zu erlangen. Macht ihr darauf gefasst, dass hier hart durchgreifen wird? Oh. Wieso gerade wir? Wieso stürzen sie sich ausgerechnet jetzt auf uns? Commissioner Fernandes war ein Schützling von Francis. Sie folgt ihrem Vorbild und das heißt, dass sie Abschaum wie uns loswerden muss. Der Name kommt mir bekannt vor. Er war Streifenpolizist in Flint, als wir noch klein waren und hat sich bis zum Commissioner hochgearbeitet. Ach, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ja, und dann wurde er in New York angestellt, um eine Null-Toleranz-Politik bei Mariana durchzusetzen. Er hat ein paar mächtige Freunde. Wir könnten versuchen, sie auf unsere Seite zu ziehen. Oder hast du an der Uni zufällig ein Seminar zur Erpressung besucht? Yikes. Neue Boni, das ist egal. Die hat an Erfahrung gewonnen. Der kann das mal hier machen. So, was soll man als nächstes machen? Jetzt bin ich mal gespannt. Oh mein Gott. Oh. Wo sind denn die Polizisten hier? Das ist ja ein bisschen heftig hier. Holy shit. Und machen uns den hier mal zu Freunden. Interessiert sich für Cannabis. GG. Okay. Zurück. Muss ich mal einen Gefallen bitten. Schau bei unseren Geschäften ein bisschen weg. Wir sind doch Freunde. Freundschaft erfolgreich. Nice. Okay, der lässt jetzt uns erstmal in Ruhe. Oh Mann. Pressende Flint, damit sie einen Polizisten feuert. Oder überzeuge Commissioner Fernandes, einen Polizisten auf andere Weise zu entfernen. Hartes Durchgreifen. 39.000. Das brauchen wir eigentlich nicht. Anbau. Gardener's Secret. Das ist echt heftig, das Ding. Fessungsperte. Macht Bewässerung effizienter. Platsch, platsch, regennass. Okay. Die Yakuza-Pflanzentätowierung. 110 Gramm. Okay, jetzt müssen wir aber erstmal hier mit dieser Fernandes reden. Ich meine, ihn will ich hier eigentlich behalten. Diesen Polanski, der hier kann weg. Der Sullivan. Wir reden erstmal mit der. Ja, brauchst du was? Ich will mich kurz vorstellen. Danke, dass Sie mir die Gelegenheit geben, mit Ihnen zu sprechen. Ich betreibe ein Geschäft in der Stadt, aber die Säulen der Gemeinde habe ich noch nicht alle kennengelernt. Freut mich, dich kennenzulernen. Verachtet Ihre Kollegen, weil sie Ihrer Meinung nach faul, unmotiviert und inkompetent sind.
Ein alter Fall lässt ihr keine Ruhe. Okay. So, wir reden erstmal normal. Familie ist ja wichtig. Okay. Alter Fall. Gestern sich für ihre Arbeit. Hat viele Freunde im hochrangigen Polizeibeamten. Okay. Freunde bei der Polizei. Interessiert sich für Politik. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal vertraut. Ich glaube, das reicht erstmal. Werde einen unbequemen Polizisten los. Der hier. Hilf mir sonst. Ich bezahle dich dafür. Bitte. Ah. Das gibt's nicht. Erzähl mir was von dir. Familie kommt aus New York. Immer mit Kollegen. Oh Mann, ey. Okay. Neuer Polizist. Der Fortschritt erzählen wir, muss die Menschen überzeugen. Oh, wir haben nur 4000 bekommen. Oh, das war ja jetzt ein. Ah, egal. Es geht eigentlich auch nicht, ohne damit Leuten auf die Füße zu treten. Okay. Einbau Luftwäsche. Interessant. Super smart Lüftungslösung. Die Luftfeuchtigkeit wird erhöht. Oh, 5000, ey. Mint Zitrone. Cool. Selige Ruhe. Geil. Ah, herrlich. Wir haben es bis hierher geschafft, aber mit so viel Druck komme ich nicht klar. Wir müssen vorsichtiger sein. Aber wie? Wir müssen einen Weg finden, dem Auge das Gesetz zu entgehen. Am sichersten wäre es, nur noch legal anzubauen, aber dann leidet unser Gewinn. Oder wir arbeiten legal und illegal. Der legale Anbau könnte dann allerdings Aufmerksamkeit auf unsere illegalen Geschäfte lenken. Aha. Okay, das gucken wir uns mal in der nächsten Folge an. Senke die Polizeiwachsamkeit für alle illegalen Orte auf gering. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur für Flint gilt oder generell. Da müssen wir gleich mal gucken. Aber auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal einen Cut rein. Die Folge ist übelst lang geworden. Holy shit. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin zugucken würdet und mir ein Abo oder ein Like da lassen würdet. Und dann sage ich erstmal Tschüss und danke und bis zur nächsten Runde. Bye, bye.